So, da wäre er wieder. Ich habe sehr viele Hinweise bekommen, was man noch alles machen könnte. Wobei ich zugeben muss, davon ist recht viel auch Zeug, das ich nicht machen will. Und das sieht gerade ganz schick aus mit dem Feuer im Hintergrund. Also so eine Sachen wie töte die Frau mit den großen Brüsten. Da. Oder töte die Frau mit den kleinen Brüsten und dem Schwanz. In dem Bild. Das will ich einfach nicht. Das passt nicht zu meinem Char. Und es wurde schon mehrfach angedeutet, dass sie nicht das ist, was sie zu sein scheint. Aber dann ist ihm halt so. Dieser Char folgt Guinevere. Egal, ob sie nun ein vollbusiges Riesenweib ist oder nicht. Das will er gar nicht wissen. Ja, also das werden wir nicht machen. Wir werden nicht einfach wahllos Sachen töten, einfach nur, um es getan zu haben. Das könnte man mit einem zweiten Char machen oder mit einem New Game Plus oder was auch immer. Genauso wie Sachen, laufe da und dahin, was Stunden dauert, nur um dann irgendeinen Gegenstand zu finden, der dann vielleicht ganz toll ist. Das finde ich auch nicht wirklich interessant. Mich interessieren wirklich nur storytechnische Sachen oder halt das Addon. Und das Addon habe ich noch gar nicht gemacht. Das Addon war nicht da, wo ich eben gerade dachte, dass es war. Also bei dieser neuen Hydra in dem Baumgewölbe da, wo dieser riesige Drachen stand. Das ist nicht das Addon gewesen. Das heißt, wir gehen jetzt dahin, wo das eigentliche Addon ist. Und da wurde gesagt, ich soll mich bei der ersten Hydra umgucken. Okay, dann teleportiere ich mich doch mal. Gemeinde der Untoten müsste das sein. Ja, da war der Schmied. Ja. Und vom Schmied aus gehen wir dann. Warte mal. Sens Festung. Genau, unten durch. Da, wo der Dämon Titanit war. Oder der Titanit-Dämon oder was auch immer das genau jetzt ist. Das war übrigens auch auf der riesigen To-Do-List am Ende. Ich könnte losgehen und alle Dämonen-Titanite umbringen. Es müssten inzwischen recht viele sein. Also 5? Also ich weiß, in Sens Festung sind allein schon zwei mindestens unten in diesem schwarzen Schleim. Und ich muss gleich rechts eine Abzweigung nehmen. Aber ja, das ist auch so eine Sache. Dadurch würden wir mehr Dämonen-Titanit bekommen, aber wir haben keine Dämonenwaffen, also es ist ziemlich egal. Das nur tun, weil man es kann, weiß ich nicht. Finde ich nicht so interessant. Ich denke mal, wenn ich wirklich New Game Plus anfangen sollte, dann würden wir eh zwangsläufig später bei denen wieder vorbeikommen. Ich stelle mir das eh recht interessant. Laufe ich überhaupt richtig? Ich glaube schon. Ich stelle mir das eh recht interessant vor, weil das ganze Spiel müsste ja schwieriger werden. Das heißt, man geht wesentlich langsamer durch die ganzen Gebiete durch und wird sich dementsprechend noch genauer umgucken, als ich das jetzt im normalen Spiel schon gemacht habe. Also könnte noch ein bisschen was bei rumkommen. Aber ich weiß nicht, ob ich das gleich im Anschluss mache. Ich glaube, ich hätte dann eher Lust, Dark Souls 2 weiterzumachen. Weil da halt gleich ein ganzer Haufen neue Story dazu kommt. Und man nicht lange suchen muss, wie hier. Hier waren wir ja schon. Also ich will nicht sagen, dass ich super gründlich gespielt habe. Aber, ne? Durchschnittlich müsste das okay sein. Was ich auf jeden Fall noch machen sollte. In einem New Game Plus oder in Dark Souls 2 ist auf jeden Fall bei jedem verdammten Gegenstand die Beschreibung lesen. Das. Jedes Mal denke ich, hier unten ist noch was. Warte mal. Ja, und ich glaube, da unten waren wir auch schon mal. Ja, es könnte ein Teil der Schandstadt sein. Aber gut, wir wollen jetzt dahin, wo die Hydra war. Da haben wir nämlich noch eine Frau befreit, die wir nicht töten werden. Nein, aus. Ich habe teilweise echt komische Zuschauer. Töte die Frau, töte die andere Frau, töte die dritte Frau. So, was zur Hölle? Nein, das werde ich nicht tun. Ah ja, und töte den Drachen. Das war auch noch eine Sache. Und töte das eklige Ding unten. Au. Das eklige Ding, au. Unten in der Schandstadt. Dieses parasitenartige Ding. Wobei da sogar noch wirklich was hinter sein könnte. Ich wüsste ad hoc allerdings nicht wie. Also ich könnte ein bisschen grinden. Und dann Dexterity zweimal steigern. Damit ich den Bogen auch wirklich einigermaßen nutzen kann. Und sogar Schaden damit verursache.
Das war bisher ja nicht so wirklich Priorität. Alternativ könnte ich auch endlich mal die Feuerhand aufstufen. Aber ich mag Pyromantie ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir das angeguckt, hab's alten nicht so wichtig empfunden und hab's ignoriert. Und seitdem vertraue ich meinem Streitkolben. Und das klappt eigentlich super gut bisher. Oh, warte. Ausrüstung. Welcher Ring war das? Der Rostring, ne? Ja. Okay. Und wenn ich mich recht entsinne, kommt man hier überall lang laufen. Also ich muss jetzt nicht wie ein panisches Frettchen hier immer auf den Boden gucken und millimeterweise sie vortasten. Ich kann einfach in diese Grotte da reinlaufen. Und da war dann eine Frau. Und die hat irgendwas von einem Okto-Ding gesprochen. Und ich soll irgendwo, irgendwann, irgendeinen Gegenstand gefunden haben, wo nochmal was von einem Okto-Ding stand. Und das soll der offensichtliche Hinweis sein, dass man hierher zurückkehren muss. Und da hinten leuchtet was. Also ja, ist eine Sache, die man doch recht leicht übersehen kann. Manche meinen natürlich, ach, das ist doch super offensichtlich oder so, aber ich denke, die wollen nur trollen oder haben Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Du. Untersuchen? Wow. Interessant. Und wesentlich cooler als von einer Schlange aufgefressen zu werden und ausgespuckt. Wir wurden von einer komischen Tentakel-Augenhand gefangen. Leuchtfeuer. Wollen wir das Leuchtfeuer aktivieren? Ich habe genug Menschlichkeit, oder? Ja, ich habe mehr als genug Menschlichkeit. Okay, Leuchtfeuer entzünden. Leuchtfeuer benutzen. So. Jetzt tauchen wir auf jeden Fall hier auf und es wird keinen direkten Weg rausgeben. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann mich von hier aus nicht rausporten. Und ich sehe auch momentan keinen Grund, das zu testen, weil ich will hier gar nicht raus. Ich will ja gucken, was hier ist. Ne, Steiner sieht komisch aus. Oh, eine Nebelwand. Jetzt sagt mir nicht, dass hier gleich ein Boss kommt. Das wäre interessant. Und ein Boss. Okay. Hallo du. Du fliegst. Ja, und ich glaube, ich bin ein Ticken zu stark hierfür. Aber mal gucken. Nicht zu vorlaut werden, Skirogon. Nicht zu vorlaut werden. Jetzt hätte er schon wehgetan. Das war jetzt komisch. Oh, du hast einen Schwanz. Den du nicht verlieren willst. Wow, okay, trink. So, ich will aber deinen Schwanz haben. Na gut, ich kann dich auch mal so hauen zwischendurch. Es wird nicht... Hey, warum targetest du ihn nicht? Jop, 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 jop. Au. Also er ist... Trink. Ah, also er hat definitiv eine Phase, wo man hinter ihm steht und wo man in Seelenruhe... Was ist garstig? Jetzt hau! Seelenruhe auf den Schwanz hauen kann. Okay. Jo. Das wäre die Phase hier. Aber da stand ich falsch. Soll ich vielleicht auch mal rollen, um hinter ihn zu kommen? Jo. Das ist aber nicht der... Weiß ja nicht. Ist Kamera lockt vielleicht raus, damit ich seinen Schwanz besser treffen kann? Irgendwie klappt das nicht so wirklich gut. Weil jetzt ist er unten. Oh. Geronimo, spring. Ja, die ganze Zeit oben.
Da ist der Schwanz unten. Und getroffen, aber es hat nicht gereicht. Okay, also man muss genug Schaden am Schwanz machen, damit er auch abfällt. Macht irgendwie Sinn. Komm, runter mit dir. Wächterschweif. Und ich bin vergiftet. Aber Gift ist nicht schlimm. Toxin ist schlimm. Oh. Schild hoch, Schild hoch, Schild hoch, Schild hoch. Trink. Oh. Stopp, 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 stopp. Trink. Jupp. Hauen. Boah. Also wir sind definitiv zu stark für die Ecke hier. Aber ich denke mal, wenn man... Oh. Ich denke mal, ich werde immer noch sterben. aber wenn man rechtzeitig hier gewesen wäre, wäre das ein richtig garstiger Boss. Weil er doch ganz schön austeilen kann. Und das Rumgespringen ist irre nervig. Irre, irre, irre nervig. So, trink. Also muss ich wirklich damit abfinden, einmal zu treffen, das ist denn gut. Das heißt, der Kampf dauert so oder so lange. Au. Ja, wie war das mit zufrieden sein, mit einmal treffen? Roll. Roll. So, und bye bye. Hey. Oh, komm schon. Ich hätte mich am Anfang für ein Schwert entscheiden sollen und nicht für einen verdammten Streitkolben. Das wäre dezent schneller gewesen in vielen Situationen. Habe ich zufällig ein Schwert in der anderen Hand? Nö, eine Armbrust. Oder so. Wächterseele. Gut, und Menschlichkeit. Das war ein sehr skurriler Kampf. Okay, ich sehe hier nichts Auffälliges. Ich denke, da kamen wir her. Da geht's weiter. Oh, und warte mal, hätten wir den verrosteten Ring nicht angehabt, wäre der ganze Kampf langsam gewesen? Also, wir langsam auf dem Boden lang schleichend und so. Das wäre garstig. Aber ich glaube, den Ring fand man einigermaßen zwangsweise... Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Oh. Ulakil-Mausoleum. Mit noch einem Leuchtfeuer. So. Und ich denke mal... Oh, oh. War Spencer-Pilz. Hm. Viele creepy Statuen. Ist das hier ein Nexus? Es sieht ein bisschen so aus, als wenn es hier in mehrere Richtungen gehen würde. Wenn ja, würde ich das Leuchtfeuer da gerne auf maximale Stufe erhöhen. Wenn nicht, würde ich aber weiterlaufen, bis ich eins finde, was ein bisschen zentraler gelegen ist. Oder vor einem Bossraum oder dergleichen. Naja, so oder so. Antatschen. Aha. Und mit dir reden? Well, look at this one. From what faraway age hast thou come? Thy scent is very human indeed, but not intolerable. Ah, Princess Dusk's savior. Thine aura is precisely as she described. I thank thee deeply for rescuing her highness. But Princess Dusk is here no longer, snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? Yeah. Thank you. I am Elizabeth, guardian of this sanctuary. Something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost, for I am one with the sorceries of Ulakil. Okay, wer ist Prinzessin Dusk? Ist das die mit dem Schwanz? Im Bild? Hm. Kaufen?